So viel Sound hat das Spiel selber, aber... Deshalb kann ich da gut die Lautstärke des Spiels ein bisschen oben lassen. Haben wir ein Spiegelbild? Nein. Wieso haben wir eigentlich... Meinst du, ich habe letztens Silent Hill gespielt, das ist Silent Hill 2. So, selbst da hat man ein Spiegelbild. Da sind wir wieder und ich muss eine kleine Leidensgeschichte erzählen. Also, ich habe das Spiel neu gestartet, weil ich da... Also, erstmal, ich bin hier sicher 10-mal das ganze Areal abgelaufen. Dann habe ich das Spiel neu gestartet, weil ich dachte, irgendwie habe ich was verpasst. Ne, ich habe jetzt das Spiel auf 10 neu installiert, dann wieder aufgenommen und dachte mir, ja, vielleicht ist ja irgendwie ein Trigger weggefallen dadurch. Habe das Spiel nochmal gestartet, habe in 5 Minuten mit Cutscene überspringen, überall hingerannt. Ging dann hier die Schotter nicht auf, sodass man das andere Schiff nicht sah. Und ich dachte, wenn da jetzt schon Trigger fehlen, ja, dann gute Nacht. Und dann habe ich das Spiel jetzt nochmal neu gestartet und hier gesucht und nochmal gesucht. Und was soll ich sagen? Laukarte wäre eigentlich links da was, aber da kann ich ja nicht hin. Und der Pfeil sagt einfach, dahin blicken wir. Und ich habe mir einfach wirklich Mühe gegeben und alles nochmal abgecheckt, alles angeklickt, alles gehört, alles durchgelesen, alles betätigt und danach gedacht, es kann doch nicht sein. Dann guck ich hier hin, ich laufe, sagen wir mal, ein bisschen geduckt herum und was sehe ich? Ah, okay. Somit geht es endlich mal weiter. Ja, das ist sogar eine Errungenschaft, ein Archivment wert. Was mich einfach irritiert ist, ich habe im ersten Durchlauf, ja gut, zugeben, ich habe alles erkundet und deshalb konnte ich mir ein Medikit basteln. Das Komische ist, ich habe jetzt wirklich wieder alles abgesucht und kann kein Medikit basteln. Also scheinbar, es ist nicht Zufall, denke ich mal, aber ich weiß es auch nicht. Quietsch nicht so rum. Jedenfalls, ich denke, ich nehme schon weit über eine Stunde auf. Ab und zu setze ich einen Cut, wenn ich was suche. Und deshalb sagen wir es einfach so. Ich nehme auf. Ich habe Spaß. Es gibt deshalb wahrscheinlich nicht viel Abmoderation. Ich habe jetzt sowieso vergessen. Das Zeitgefühl vergessen. Das spielt auch keine Rolle. Also, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Das würde mich interessieren. Ach, einfach, okay. Wir sind jetzt unter der ganzen Anlage durchgekrochen. Ja. Das ist ja in dem Sinne kein Problem. Spiel fortsetzen, ja. Sorry, meine Maus hat sich verirrt. Hier fällt alles auseinander. Ja, das macht ja nichts. Kann ich springen? Nein. Jedenfalls, am Anfang ist es eben ein bisschen checkig, ne? Man muss sehr, sehr viel erkunden. Und ich komme schon wieder nicht weiter. Heieiei. Ah, ich renne mal ein bisschen, ne? Aber warte mal jetzt. Dumm. Wieso nehme ich nicht den offensichtlichen Weg? Weil so ist deshalb, ja genau. Die auch, ja. Ja gut, ich sehe einen offensichtlichen Weg, aber der wird nicht der richtige Weg sein. Okay. Na dann. Schauen wir mal. Aha. Gut, dass das so gut angezeigt wird. Aha, ich fürchte, wir machen bald wieder Unfall. Nein, das Alien will mich so schnell nicht sehen. Es ist ein bisschen Spielberg-Manier, ne? Man sieht lange, es ist gute Stimmung. Aber man sieht lange nichts mit Alien.
hoffe, der Sound ist gut. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. So viel Sound hat das Spiel selber auch. Deshalb kann ich da gut die Lautstärke des Spiels ein bisschen oben lassen. Habt ihr auch schon mit Dead Space gespielt? Gibt es ja ein Remake. Und ja, das kann ich allen empfehlen. Spielt mal Dead Space. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Hä? Oh. Scheinbar gab es schon Opfer. Und was haben wir hier Schönes? Also so ein großes Pult und nichts zu machen? Ernsthaft? Was sehen wir überhaupt? Kärchnerhornet. Okay. Samani. Die beste Marke der Welt. Okay, wir haben wieder viele Durchgänge und ich nehme mal wieder den ganz links. Wir fangen wieder mal links an. Ich würde mir echt gerne mal einen Medikit passen, aber scheinbar ist das noch kein Thema. Weil ich wieder was verpasst habe, scheinbar. Plasmaschneider! Ach so, Plasmaschneider! Vorhin war es immer Ionenschneider. Gut. Ich kann es ja jetzt sagen, das Spiel ist ziemlich Metroid-mäßig. Metroid mit einem gefährlichen Alien. So. Mann, geht rum die Kurve. Oh, sie hat um das auszumalen. Strom wiederherstellen, schon wieder! Aber die wirklich an jedem scheiß Ecken Strom. Ja, ja, ja. Haupttour. Wartungshebe benötigt. Ja, gut. Aber Metroid-mäßig ist ja auch ein Kompliment, finde ich. Ich mag Metroid-mäßige Spiele. Okay, da geht's durch. Ja. Ich finde, man ist nicht schlecht dran, wenn man immer links geht. Also ist nicht politisch gemeint, ne? Ah, endlich mal. Geile Smartwatch übrigens. Gut. Und Gott sprach, es werde Licht und Ben fand den Schalter nicht. Aha. Nein, ich finde das auch gut, ne? Man erkundet zuerst und dann erst kann man ein bisschen wohin. Ich weiß nicht, Zelda Twilight Princess wird oft verschmäht, es sei zu dunkel, aber es ist eines der... Ich muss erst schauen, was passiert ist. Ich bin nicht erschrocken direkt, aber ich dachte mir, hä, was ist passiert? Was fällt mir gar auf den Kopf? So, wir sind jetzt in dieser Etage. Das heißt, ich will noch mal sehen, ob wir hier mal irgendwo durch können. Strom hat man keinen. Ja, aber nein, wir können immer noch nicht irgendwo durch. Ich will ja nicht auf die Toten rumtrampeln. Fuck the Marshals, ey. Und können wir jetzt hier durch? Ja. Was gibt es Feines? Aha. Wir könnten uns verstecken. Nein, Twilight Princess ist so, du musst jedes Gebiet zuerst als Wolf erkunden und die Lichttropfen, der Lichttrainer, wie sie heißen, sammeln. Und erst dann kann man ja das Gebiet als Link erkunden am Anfang. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Methode, dass man zuerst das Gebiet eingeschränkt hat und dann muss man erstmal die Ecken kennen. Ich meine, bei Mario ist es umgekehrt, du hast das Level und zum Beispiel, wenn du alle Star Coins und so finden willst, musst du eben jeden Ecken erkunden. Ich meine,
Als Kind damals ist man einfach überall durchgerusht. Ja, ich will das Spiel beenden, ich will das Spiel beenden. Hast du es durch nach 3 Stunden? Gut, ich nach 10 Stunden als Kiddie und dann. Ja, dann war es eben so, dass man die Special World und so nicht erreicht hat, weil es hieß, ja, du hast so wenig Star Coins. Und man sagte sich als Kind, was ist eine Star Coin? Ach, die Dinge, die man da sammeln konnte, alles klar. Okay. Blut. Wir sehen Blut. Haben wir ein Spiegelbild? Nein. Wieso haben wir eigentlich. Meinst du, ich habe letztens Silent Hill gespielt, das ist Silent Hill 2 und so. Selbst da hat man ein Spiegelbild. Gut, James Sunderlands Spiegelbild ist ein bisschen das Essentielle des Spiels. Es beleuchtet die Seele. Nein, nicht gegen Silent Hill 2. Geniales Spiel. Hab's sehr, sehr, sehr genossen. Ich hab's schneller beendet, als ich dachte. Ich darf mal wieder durchgefegt werden. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. 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 Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist jetzt Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemand rauszuhalten. Ich habe solche Angst. Solche. Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Okay. Und die haben erstmals ein richtiges Instrument, ein richtiges Werkzeug. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja, das glaube ich auch. Gut, das heißt, wir können erstmals etwas entfernen. Es ist auch gut, dass man da nur E drücken muss. Okay. Was? Wo habe ich A? Ich muss. Ach so. Man muss nicht immer alles auswählen. Tätigen und gut ist. Okay. Und wir haben noch einen Wartungshebel. So. Ich kann auch nach links. Nein, ich muss A drücken. Das ist doch gut so. Ich mag sowas. Es muss ja nicht immer nur schleichen und schießen sein, sondern es darf einfach mal was Nützliches sein. So, was habt ihr zu berichten? Hallo. Rote Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Kann es mir Medikit passen? Einmal noch nicht. Hä, wirklich? Was fehlt denn? Impfpistole. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Impfpistole. Wo war denn die? Ich weiß auch, dass sie wo war. Das nervt mich jetzt. So, der innere Monk in mir bettelt dafür, dass ich nochmal alles zurückgehe, weil. Ja, weil wir am Anfang auch noch Eingänge hatten. Oh, noch ein Band. Störner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen.
Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als ihr Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Gut. Wie gesagt. Speichern wäre auch mal nicht schlecht. Gibt's hier noch. Alter, hier geht's. Nee, hier waren wir. Aber? Ach, hier auch schon? Also, ja, kann ich mich erinnern. Ja. Gut. Mal sehen, wie schnell ich da bin, wo ich will. Sonst schneide ich's. Das blöde Impfpistole. Was? Eine Impfpistole? Kommen wir denn auf sowas? Also es gibt mehr als eine, oder? Heißt das? Ich wollte eigentlich nicht. Egal. Wenn wir schon dabei. Nein, da bin ich noch nicht so. Nein. Dafür haben wir schon mal was. Und ich will noch mal kurz zurück zu sehen, ob ich irgendwo diese verdammte Impfpistole finde. Also, Moment. So, ich habe zwei gute Nachrichten. Erstens mal, ich habe diese Impfpistole gefunden. Sie war doch in dem abgesperrten Bereich, wo wir den Code brauchten. Also wir basteln uns erstmal ein Medikit. Und das nutzen wir doch gleich mal. Das wollte ich schon lange erhalten. Gut. Und das andere ist, ich habe jetzt alles abgesucht. Es ist wirklich nur noch diese Türe da. Wir haben kein Backtracking verpasst. Also ich denke, es wird dahinter etwas passieren. Los geht's. Ganz ruhig. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Ein Killer läuft herum. Nicht der, der vor uns steht. Es gibt Katastrophen und am Schluss ist die größte Bedrohung der Menschheit immer noch die Menschheit selbst. Ich meine nicht bei Last of Us hier, es ist einfach deutlich, dass ich glaube, es kann noch so schlimm sein, es kann noch so schlimm stehen um uns Menschen. Die größte Bedrohung sind eben noch wir selbst, gegenseitig. So. Also, ich weiß ja nicht, ob der uns wirklich helfen kann. Oder
Ich muss dann nur schneller sein als er, wenn das Alien kommt. So fies bin ich, sorry. So fies bin ich. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Aha. Sorry, ich habe keine Lust auf die Fackel zu verwenden. Was? Ja, nerv nicht. Was bleibst du nächstes Mal zu Hause? Schön, dass das einsammelbare soll euch. Bei mir. Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Arschlöcher. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Also, einander angreifen und bedrohen ist sicher als zusammenarbeiten. Also, diese Logik kann ja nur zum Aussterben führen. Sorry, aber... You know what I mean. Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Halt den Schnabel. Will mal speichern, das tut gut. Natürlich ist im Spiel hauptsächlich das Alien unser Feind. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Aber trotzdem... Die Station ist alt und eigentlich. Ist die Botschaft schon. Ne? Ach, bei ihm geht's? Na, worauf warten Sie? Ich kann nicht mehr rennen. Seid ihr ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Eins mit Glatze. Das sehe ich nicht gerade eins. Momentan nerven mich die Leute mehr als das Alien. Und das will was heißen. Hier weg, hier lang, runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Steuerung? Bist du wahnsinnig? Was? Es gibt keinen Ausweg. Zur Steuerung. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und ach so, du machst das spähen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir müssen da irgendwas rumlaufen muss. Deshalb, dass es spinnt. Ja, wo ist? Los, was? Wir schaffen das. Ach, wieso ist. Okay, wenn das jetzt so kommt, dass alles nur benutzbar ist, weil er dabei ist, dann wird's nervig. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Ich sage das fliegende Irrenanstalt. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, ob Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Jetzt plötzlich ist er nett, oder was?
Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Auf mich? Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe... Da das schnappen. Ist keine... Nehmen Sie genug ein... Batterien mit. Was auf mich gewartet hat, ist es nicht wirklich ein Lob. Na los, worauf warten Sie? Nehmen Sie sich die Taschenlampe... Ja, wo ist sie denn, du Arsch? Taschenlampe nehmen, Taschenlampe nehmen. Wo ist sie denn? Ich sehe hier keine. Nimm die Taschenlampe. Und du hast du eine? Du hast keine. Wenn ich jetzt hier wieder was nicht getriggert habe, werde ich sauer. Nirgendwo eine Taschenlampe. Ach so. Man hätte sie ja fast übersehen. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ich drücke ja F. Okay. Und die schaltet sich selbst ein, oder? Hier lang. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja. Ein Nichtschimmer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, ich geh mal mit dem mit. Alter, die saufen hier ganz schön eins weg. Ich krieg hier noch Zustände. Hast du die nicht schon? Ich bewege mich absichtlich nicht schnell. Ich will nicht wieder was verpassen. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Nein, ich warte nicht. Beweg dein Arsch. Aha. Gut, das heißt, es geht weiter. Nach dir. Ich bin ja da. Hier zu lange aufzuhalten. Mach ich nicht. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ja. Ich hab was gehört. Aha. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Na los. Irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Folgen Sie mir. Ruhig, ja. Nerv nicht. Er ist durchgeglitscht. Ja, erstmal will ich speichern hier. Wenn man schon kann, will ich auch. Fällt da immer der Sound von Jurassic Park ein. So, die sind hier durchgekommen. Ich will sehen, was sie hatten hier. Ich kann nichts besiegen. Gut, ich mag ja Schlauchlevels bei Survival Games. Finde ich ja gut.
Ich mag die Auswahl bei Open World und Adventure, aber... Aber hier passt's. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den... Bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Wo ist hier ein Generator? Ja. Glaubst du, du kannst das besser? Das meint ihr nicht. Die Karte 4. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Ja, sind alle gut drauf. Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Das war haarscharf. Ich werde hier nicht verringen. Auf keinen Fall. Und Excel ist wo? Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte? Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch auch nicht. Irgendwer macht uns hier Ärger. Wahrscheinlich die Glanz... Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Ja. Wo ist er denn? Ah, ja, plötzlich darf ich wieder laufen. Alles cool. Alles klar. Ist hier noch was? Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich okay. Ist Ihr Schiff auch noch da. Halt den Schnabel! Lass mein so Schiff mein Problem sein. Zu ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine ja, wieder mal was zu lesen, ist doch auch gut. Es. Habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr damit Frauen beschäftigt, als dass sich ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Nielsen, Leonard, Sie beide haben die erste Schicht an der Tür also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher, nur weil Sie die Anweise nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel, wie das heißt, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich aber während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal, wie sehr jemand bettelt und was für eine herzerreißende Geschichte erzählt, meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einzige übrig. Vertrauen Sie niemandem. Inventar, nicht darf ohne Abhör mit mir entfernt werden oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin, Müsli, Wasser, Zahnpasta, Zigaretten, Milchpulver. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe kann sich ein paar Medikamente schnappen, an alle dieselbe Person adressiert, werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Interessant, was nicht, aber unterhaltsam.
Ach, dachte ich. Der will was. Ach, hier, ja. Alles gut. Ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal, aber ich habe viel vergessen in den 8 Jahren. Oder 7 bald. Eigentlich mehr. Mann! Das sieht alles einfach scheißgleich aus. Der steht auch nur blöd rum. So mit der Herstellung. Ja, raus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Hinter ihnen. Was? Ach so, ich muss den retten. Ach so. Komm her. Gut. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Ja. Jetzt bist du auf einmal still, was? Linke Maustaste. Du bist tot, verdammt. Gut. So ist es ein bisschen heftig. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sackgesichter. Schnell. Ja, dann renn doch, du Arsch. Scheiße. Eine Fresse. Wir haben ihn umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Was war das? Wir müssen weiter. Wer weiß es? Immerhin habe ich die Nervensäge nicht mehr um mich herum. Bin ja irgendwie schon froh. Ich also, er hätte getötet werden müssen, aber das ist eben Karma. Sorry, wenn ich das so sage, aber... Ja, jeder für sich. Töte oder du bist getötet? Ach, das kannst du deiner Mutter erzählen, ey. Ich höre was. Es ist gut. Der Aufzug kommt aber, oder? Also was auch immer da kommen soll. Hallo? Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt, aber ich habe nichts gesehen. Ah, danke schön. Das war schon lange nötig.
Aber die Stimmung haben sie perfekt eingefangen, finde ich. Schreck mich halt! Alter, das ist das Letzte, was du in einem Versteckspiel hier im Survival Game hören willst, dass da plötzlich eine Stimme kommt und. Hallo, hier, hey, hey! Ist doch wahr. Wir speichern mal wieder. Ich schaue nicht auf you, ich nehme einfach auf. So. Powerlink! Zugangsgruppe benötigt. Das heißt, wenn ich den nicht habe, kann ich gar nichts bedienen. Stimmt das? Na gut. Wenn sie es so wollen. Ah. Sollte ich hier immer links halten. Nein, will ich noch nicht. Okay. Wo führt das hin? Ach so. Hallo, ich sehe nichts. Aha. Soll wohl heißen, wenn wir hier verfolgt werden, können wir uns da verstecken. Ach nee, stimmt. Ich dachte gerade, es hätte mich den Weg abgeschnitten. Nutzen Sie neue Verkabelung, um Systeme und im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme auszuschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Maus. Zum Ansehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden, begeben Sie sich in eine neue Bereiche, starten Sie die Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopol-System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Okay. Lautsprechersystem. Nee. Momentan würde ich sagen, passt das noch? Ich will endlich mal hier rauf. Zugangscode benötigt. Aha. Wenn man sie verstecken soll, weiß ich nicht, ob eine Leuchtfackel was Gutes ist. Ah! Na so. Das ist doch gut. Es geht vorwärts. Ich juck's gerade am Arm, sorry. Tja, dann würde ich sagen. Aufzug? Nee. Oder? Da kam ich ja nicht her, oder? Oder doch? Doch, und da kam ich her. Okay, dann heißt das, ich will jetzt endlich mal hier umschalten. Am richtigen? Ja. Wartet mal kurz. Muss ich nachschauen. Ich will...
Mach doch mit Tab. Was ist denn von mir? Okay. Ich kapiere es gerade nicht so. Wenn Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Ah, Karte gut. Karte gut, Karte gut. Ich habe keinen Zugangscode. Bekommt man nirgendwo. Na, hier waren wir. Eigentlich will ich... Ach, mich juckt's am Arm, ey. Ich bin schon am richtigen Ort, oder? Aber wieso habe ich da jetzt den Lautsprechermodus aktiviert? Verstehe ich nicht. Was hat mich das gebracht? Ich verstehe es nicht. Ach so, sie ist Zugangsgenerator. Ach so. Ja, ansonsten hier geht gerade nicht viel. Ja, da heißt es eben erkunden. Der hat ja nichts, oder? Doch. Schrott. Okay. Ach so! Das sind zwei. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. So, ich habe jetzt überall den Lautsprecher aktiviert. Was bringt das? Ich nehme an, nichts. Ich will noch kurz nachschauen. Ich bin wahrscheinlich auf dem Holzweg. Okay, dann schalten wir mal das System richtig ein. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Ja, ja, no littering, alles klar. Jetzt? So soll es doch sein, oder? Ich drücke hier Tab. Das bringt nichts. Nee, ich frage jetzt einfach nur, was hat das jetzt gebracht? Wir entschuldigen uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Ich
Irgendwie wird mir hier die Mittelkonsole angezeigt, aber hier ist ja nichts. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare. Ja, ja, schon kapiert. Hier verschlossen. Da geht's weiter. Hier verschlossen. Hier verschlossen. Es sieht mir mal aus, als müsste ich da was suchen, denn ich möchte die Türen schon aufmachen, aber es sieht nicht so aus, als ob es ginge. Was macht ihr heute so? Na gut, dann nehme ich eben den offiziellen Weg. Gehen wir dahin, wo wir hin sollen. Hat uns die Karte noch irgendwas? Nein. Immerhin haben wir einen Weg. Das ist schon mal gut. Bleiben Sie zurück! Ist doch gut! Was soll der Scheiß? Leute, hier drüben! Hier ist jemand! Nein, hier ist niemand. Hör auf zu lügen. Ach, Mensch. Wo waren die blöden Schränke? Da. Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unter Aufsicht. Man sieht die Gegner nicht auf der Karte. Kommen die jetzt oder nicht? Einfach nicht. Aber da wir von innen den Schrank sehen, möchte ich jetzt schauen, ob wir irgendwo einen sehen. Ja, sieht aus gleich aus. Okay. Den möchte ich aber noch ein, auch noch von innen anschauen. Gut, das ist auch ein bisschen dasselbe. Oder? Sorry, der Monk in mir. Wieder mal. Was steht auf dem Zettel? Ist ein Schema. Okay. Muss ich mich da mit denen messen? Ich speichere nochmal ab, sicherheitshalber. Bipipipupupupapapa. Hallo, ich bin wieder da. Ach, hier werden auch Schränke. Okay. Seid jetzt immer noch so drauf. Ach. Die sind weg. Danke. Und ich habe hier panikartig. Alles klar. Na ne, dann. Schauen wir uns doch ein bisschen um. Die blöde Kuh hat auch mal so auf mich geschossen. Das mag ich generell gar nicht. Was? Inventar voll? Echt? Kann ich was basteln? Duck, duck. Duck. Basteln. Gut. Gut. Ausweiskarte. Sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen.
Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Sixen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Aha. Mach das mal. Nach oben wollte ich, genau, nach oben. Haben wir hier noch was? Oh! Ein Zugangsgenerator. Sie oh ja! Den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Datenzelle finden? Wo haben wir denn eine Datenzelle? Was? Ach so, mehr aktivieren. Was? Nein! Okay, wir werden sie finden und töten. Hier lang, sie war unten. Ja, er geht nach unten, genau. Siehst du was? Was war das? Haben die mich gesehen? Könnte nicht sein. Dann verstecken wir uns doch kurz. Hoppla. Oh. Nice. Ist ein Ethanol. Plasma schneide. Echt? Okay. Sind die noch da? Ja. Kann ich die bekämpfen? Nein, der hat mich nicht gesehen. Unglaublich, die haben ihn. Sorry. Ihr wolltet mich töten. Und sowas mag ich gar nicht. So, ich sammle noch ein bisschen was. Okay. Oh! Ein Sensor! Schön! Ich bin ja sonst nicht jemand, der herumtötet, aber ich will mich nicht um die ganze Zeit herumschleichen. So. Gerät unzureichend, ja, ja. Hat jemand von denen vielleicht sogar so einen Sensor? Oder was muss ich sammeln? Muss ich nachschauen. Ja. Gehen Sie, ich sag gesagt, Sie müssen Datenzelle finden. Ach so, das ist genau vor uns. Ey! Wer auf mich schießt, hat verschissen. Ja, komm her. Hey! Pisse! Sei schon eine Pisse! Sind sie noch da? Hey! Ach! Wo habe ich das letzte Mal gespeichert?
Piep, 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 ba, 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 ja. Okay, es gibt Schlimmere. Was ist hier? Ja. Nein, war nicht hier. Doch, 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 doch. Ja! Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltresistent dürfte kein Problem sein. Ja, wissen wir. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Und wo finden wir die? Ach ja, gestimmt, ja. Kommt ja hier runter, ne? Na, wo sind wir denn? Na, wo sind wir denn?